Monatsstatistik, Februar. Ja, und der Februar war für mich, ich glaube, der beste Lesemonat, den ich 2013 haben werde, denn ich habe ganze 12 Bücher geschafft und 6 davon habe ich hier liegen. Die werde ich euch genauer vorstellen. Die anderen habe ich leider nur auf dem Kindle gehabt oder jetzt nicht hier, sondern bei meinen Eltern. Und ich glaube, ein paar davon sind sowieso recht uninteressant für euch. Deswegen begnüge ich mich erstmal mit den 6 hier. Das Video wird eh vermutlich unendlich lang. Also fange ich einfach mal direkt an. Wir wollen ja nicht so viel Zeit verschwenden. Das erste Buch, was ich im Februar gelesen habe, war Witchcrack. Da habe ich euch ja schon die Rezension zu abgedreht. Und ja, wie gesagt, es ist eine Dystopie, die ich eigentlich ziemlich gut fand. Es gab kleinere Schwächen und naja, für Fans von Dystopien ist es vielleicht ganz gut. Für Leute, die mit Dystopien eh nichts anfangen können oder schon die Schnauze voll haben, ist das Buch wahrscheinlich nichts. Deshalb schnell weiter zum nächsten. Das war Dylan and Gray von Katie Kaczynski. Und dazu habe ich eine schriftliche Rezension auf meinem Blog, die werde ich euch mal hier unten in der Infobox verlinken. Ansonsten, ja, worum geht's? Es ist eine Liebesgeschichte. Es geht um, wer hätte es gedacht, Dylan und Gray. Dylan ist ein Mädchen, die ist sehr, ja, freiheitsliebend, sehr spontan und fröhlich und sie versucht, das Beste aus jedem Tag herauszuholen und so viel wie möglich zu erleben, immer neue Sachen zu erleben. Und Gray hingegen ist ein sehr verschlossener Junge, der ja aus schwierigen Umständen heraus gerade sehr zurückgezogen lebt. Und als die beiden aufeinandertreffen, scheint es erst nicht so, als würden sie sich gut verstehen, aber dann verlieben sie sich tatsächlich ineinander und es ergeben sich ein paar Schwierigkeiten, denn Dylan ist eigentlich nur über die Sommerferien in der Gegend und im Prinzip, als die beiden sich verlieben, müsste ihnen klar sein, dass der Sommer irgendwann vorbei ist und dass damit auch ihre Liebesgeschichte zu Ende geht. Tja. Und darauf läuft das Buch dann natürlich hinaus. Ich fand es auch sehr schön. Ich glaube, ich habe 4 von 5 Sternen vergeben, denn es ist mehr als eine kitschige Liebesgeschichte. Das finde ich immer ganz wichtig, weil ich kann es einfach nicht mehr haben, wo ohne Grund 2 Protagonisten sich ineinander verlieben und dann die ewige Liebe schwören. Wenn ich das nochmal lese, dann renne ich schreiend aus dem Raum. Und das ist zum Glück bei Dylan und Gray nicht der Fall. Man lernt sehr langsam die Charaktere kennen. Die beiden lernen sich auch sehr langsam kennen und lieben. Und ja, im Prinzip geht es wirklich nicht nur um die Liebesgeschichte, sondern auch darum, wie man Spaß am Leben hat, wie man jeden einzelnen Tag genießt und das Beste daraus macht. Das Buch beschäftigt sich auch ein wenig mit dem Gedanken, wie man mit Trauer umgeht und wie man wieder zu neuer Lebensfreude kommt. Von daher würde ich das allen empfehlen, die Spaß an Liebesgeschichten haben, die vielleicht ein bisschen tiefgründiger sind und nicht so ganz mit der Tür ins Haus fallen. Weiter ging es mit Flamingos im Schnee. Auch hier habe ich euch ja schon meine Videorezension zu gezeigt. Ebenfalls für mich ein sehr gutes Buch. 5 Sterne hat es gekriegt von mir. Und ja, hier geht es um ein Mädchen, das an Krebs erkrankt und damit irgendwie zurechtkommen muss. Denn die Ärzte prognostizieren ihr nicht mehr besonders viel Zeit. Ja, an sich eine sehr schräge Geschichte, sehr lustig, aber auch irgendwie schön. Vielleicht nicht ganz so tiefgründig und berührend, wie man es erwarten würde von einem Krebsbuch, aber vielleicht auch gerade deshalb eine nette Abwechslung. Puh, wow, ich rase wirklich hier durch die Bücher durch, damit das Video nicht ganz so lang wird, oder? Egal, wenn ihr noch mehr zu diesem Buch wissen möchtet, dann könnt ihr euch gerne meine Rezension dazu ansehen. Die kann ich auch nochmal unten verlinken. Dann gab es noch Rubinrotes Herz und Eisblaue See. In der Geschichte geht es um Florina, die lebt mit ihren Eltern in Maine an der Küste und eines Tages verschwindet ihre Mutter einfach. Und Florina muss damit leben. Also es wird keine Leiche gefunden, man weiß nicht, ob die Mutter vielleicht mit einem anderen Mann durchgebrannt ist oder ob sie wirklich ermordet wurde, ob irgendwas passiert ist, man erfährt es nicht. Und wir begleiten Florina praktisch bis ins junge Erwachsenenalter hier in diesem Buch. Von dem Moment an, wo das Verschwinden ihrer Mutter passiert und wie sie versucht, mit ihrem Leben klarzukommen. Ich weiß nicht so genau, was ich von dem Buch erwartet hatte, denn ich habe sehr, sehr viel Gutes darüber gehört und dafür war es für mich ein wenig langwierig. Also Florina als Charakter ist doch sehr authentisch beschrieben,
obwohl sie manchmal damit ein wenig nerven kann. Sie ist sehr, ja, kaputt, gestört davon, was ihr passiert ist mit ihrer Mutter. Und das zeichnet natürlich ihr ganzes Leben, ihre Handlungsweise und wie sie die Welt überhaupt wahrnimmt. Und das fand ich teilweise doch ein bisschen sehr bedrückend und schwierig. Wer also Interesse an diesem Thema hat, der könnte in Rubinrotes Herz und Eisblaue See doch ein Buch finden, was ihm gefällt. Für mich fehlte der Wow-Effekt einfach, deswegen habe ich auch nur, ich glaube, 3 von 5 Sternen vergeben und bin relativ schnell zum nächsten Buch weiter. Das war nämlich für mich, ja, meine Sub-Leiche, die da schon seit, ich weiß nicht, 4, 5 Jahren lag, Sophies Welt von Justin Garder. Und ich hatte immer ein bisschen Angst vor dem Buch, weil ich weiß ja, es ist relativ schwierig, es geht um Philosophie. Und ich habe schon häufig gehört, dass das Buch doch sehr trocken geschrieben ist, denn es geht halt um dieses Mädchen, Sophie, die findet eines Tages einen Brief bei sich im Briefkasten und der ist an sie adressiert, sie weiß aber nicht, von wem er kommt. Und dort ist eine fremde Person, die ihr plötzlich über die Geschichte der Philosophie etwas erzählt und ihr die verschiedenen Epochen der Philosophie näher bringt, beziehungsweise den Wandel der Philosophie, die verschiedenen Aussagen, die so im Laufe der Zeit getroffen wurden, von der Antike bis in die Neuzeit. Ja, und tatsächlich ist dieses Buch zu Großteilen doch ein bisschen wie ein Lexikon aufgeschrieben, denn diese Unterrichtsstunden in Philosophie, die Sophie dort erhält, sind relativ systematisch und ja, ohne große Schnörkel niedergeschrieben. Das heißt, man liest sich hier durch diese doch nicht unerheblichen fast 600 Seiten und wird so mit Wissen total zugestopft. Aber, das muss ich jetzt einfach sagen, ich war von dem Buch absolut begeistert, denn Justin Garder bringt das ganze Thema sehr spannend rüber. Obwohl es doch sehr viele Fakten sind, verbindet er das so, dass nicht nur die Philosophie an sich besprochen wird, sondern er setzt es immer in den Kontext der Zeit, der restlichen, ja, Strömungen und Gedanken einer Zeit, wie zum Beispiel die Romantik. Und da kommt dann eben auch die Literatur drin vor, Kunst, Psychologie, von allem erfährt man etwas. Und das hat mich an dem Buch unheimlich begeistert, denn ich muss sagen, ich bin dadurch erst viel neugieriger auf einige Themen geworden und habe im Anschluss an Sophies Welt auch direkt mich tatsächlich mit Fachliteratur beschäftigt und mal ein paar Werke von Freud und Fromm und anderen Philosophen gelesen. Und ja, es hat mich doch sehr begeistert. Also vielleicht gebt ihr dem Buch eine Chance, auch wenn ihr nicht unbedingt der große Fan von Philosophie und historischen Fakten seid, denn ich finde, es bringt einem doch sehr zum Nachdenken und bereichert dadurch mit ziemlich viel Wissen auch noch. Von daher, interessantes Buch. Hätte ich so nicht erwartet und war auch für mich ein absolutes Highlight. 5 Sterne von 5. Ich glaube, ich hatte im Februar einen wirklich guten Lesemonat, denn da waren viele, viele gute Bücher dabei. Tja, das letzte Buch, was ich jetzt noch hier liegen habe, habe ich ebenfalls im Anschluss an Sophies Welt gelesen und das ist auch mein Monatshighlight, denn es heißt Und Nietzsche weinte von Irvine D. Jalom. Keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Jedenfalls geht es hier tatsächlich um Friedrich Nietzsche, den bekannten Philosophen. Und was mich noch mehr überrascht hat, Sigmund Freud, der Psychologe und ebenfalls Philosoph war er, was vielleicht viele nicht wissen, kommt auch drin vor. Und nicht nur der, auch Josef Breuer, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, der war, praktisch Psychoanalytiker, mehr oder weniger der Erste. Und er ist damit gar nicht so bekannt geworden, also nicht so wie zum Beispiel Freud. Aber, und das finde ich so unglaublich spannend an dem Buch, dass der Autor hier ja, historische Fakten mit Fiktion verbindet. Also es ist tatsächlich so, dass die handelnden Personen, die Hauptpersonen hier sind tatsächlich Nietzsche und Breuer, existiert haben. Ihre Geschichten, ihre Aussagen könnten so stimmen. Das meiste davon ist auf Tatsachen beruht. Dass sie sich allerdings gekannt haben, ist unwahrscheinlich. Und die ganze Geschichte, die der Autor hier spinnt, ist einfach wahnsinnig spannend. Also es geht darum, dass Nietzsche selbstmordgefährdet ist. Er hat schwere Depressionen und
Er kommunizierte in dieser Zeit, in der das Buch spielt, sehr viel mit einer jungen Russin, Lou Salomi, die gab es auch wirklich. Und er war allerdings schon sehr zerstritten mit ihr. Trotzdem hat sie sich große Sorgen um ihn gemacht und ist deshalb zu Josef Breuer gegangen und hat diesen gebeten, dass er doch heimlich versucht, Nietzsche zu therapieren und von seinen Selbstmordabsichten abzubringen. Ja, das ist eigentlich die Grundgeschichte, denn dann treffen Nietzsche und Josef Breuer tatsächlich aufeinander. Doch die ganze Therapie, wie es sein sollte, klappt nicht so, wie sich der Josef Breuer das vorgestellt hat. Und es wird eigentlich eher zu einer Selbsttherapie. Und ja, in diesem Buch wird dann dieser ganze Vorgang der Therapie vermittelt. Der Autor erzählt sehr, sehr detailliert darüber, wie Nietzsche zu den Aussagen in seinen Büchern gekommen sein könnte. Das sind natürlich jetzt auch keine historischen Fakten. Aber es passt schon ganz gut zusammen und ich finde, da ist diese Grenze zwischen Fiktion und ja, vielleicht einer Tatsache doch so hauchdünn, dass hier die ganze Spannung drin liegt. Jedenfalls darf man von dieser Geschichte nicht erwarten, dass viel Action passiert. Es ist wirklich so, dass dieses Buch aus den Gesprächen von Nietzsche und Breuer besteht, die sich viel darum drehen, wie ihre Weltansicht ist, was sie für Ideen haben, was ihre Probleme sind und wie sie gegen diese Probleme vorgehen können. Und ich fand das unheimlich faszinierend, muss ich sagen. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und ich habe ja in meinem letzten Video, vorletzten Video, wie auch immer, schon gesagt, dass ich dann gegen Ende die Leseflaute plötzlich hatte. Aber ich habe mich zusammengerissen und habe die letzten 50 Seiten, waren es glaube ich, die mir nur noch gefehlt haben, dann doch noch gelesen und ich muss sagen, ich bereue es überhaupt nicht. Dieses Buch ist definitiv mein Lesehighlight vom Februar. Auch hier hat man dann plötzlich unglaublich viel Spaß an Sachen, von denen man vorher noch nicht mal wusste, dass sie einen interessieren, wie Psychoanalyse und auch Philosophie natürlich, weil Nietzsches Theorien hier sehr deutlich dargelegt werden und seine Aussagen doch sehr verständlich und interessant rübergebracht werden. Tja, das waren jetzt die meisten meiner Bücher vom Februar. Wie gesagt, ich stelle nicht alle vor, das sind einfach viel zu viele. Und ein paar davon waren eben auch philosophische und psychologische Bücher. Die sind wahrscheinlich eher weniger interessant, wenn ich jetzt hier genau vorstelle, worum es geht. Von daher lasse ich das einfach sein. Und ich denke, diese 6 Bücher reichen. Ich weiß nicht, wie war denn euer Lesefebruar? Könnt ihr mir ja mal sagen. Und ansonsten sehen wir uns am Sonntag wieder. Am Serpensonntag, um genau zu sein. Bis dahin, habt eine schöne Woche, macht's gut. Tschüss.